Wieder. Ich brauche Streitkolben. Also Agnes auf Streitkolben und die alle auf Armbrüste. Oder nee, komm, eins lassen wir auf Bogen und hier lassen wir auch eins auf Schwerter. Alter, vor lauter gucken, da habe ich gar nichts gesehen. Hey, kannst du mal deine Riesen von meiner Burg schicken? Ja. Ich tu. Ja, guck, ich habe gar nichts gesehen, dass er mich angreift. Jetzt kann ich leider den gelben Schlag zeigen. Oh ja, wir gehen mal rüber, schwenken zu seiner Burg. Ich mache jetzt auch gleich die Merlin-Attacke, das heißt, um seine sächsischen Krieger kommen nicht weit. Ja, die kommen gerade Jetzt. sowieso nicht weit. Das ist Merlin, das ist der. Das Merlin ist ist dieser Zauberer hier oben. von der Tafelrunde, das ist Ja. der erste. Das ist genau wie bei mir die Hexe, nur im... Ja. Nur Und gut. die kommen echt nicht weit. Ja, wobei war ich? Ich war gerade beim Leer bauen und jetzt Ah, beim... jetzt kommt von Dämme ein legendärer. Der da. Der kann Feuer machen. Das ist gar nicht gut. Aber der ist jetzt tot. Und Ja. seht ihr die ganzen. Schwenkt mal runter zu der Armee da. Zu welcher Armee? Auf meiner Landerei. Ja. Und jetzt rennt der Gelbe her. Und jetzt zeige ich euch mal den Schlag. Also, hast du es? Ja, ich hab's. Oh ja, die ganzen Lanzenträger kann ich mit einem Schlag fertigen. Ja, ihr seht den Schlag und jetzt die Truppen, die ganzen Truppen, alle fallen um. Und er kann in Ruhe alles erobern. Seht ihr? Ah, paar hat's überlebt, aber die sind beide alle rot. Und Na, das ist meine Taktik. Als erstes kommt der Gelbe. Und jetzt macht der Rest voll die vernichtet wenigsten alles. überleben bei diesem Angriff. Ritter schaffen es eigentlich ganz gut. Ja, aber wie ihr seht hier, der Orangene, der hat echt eine starke Verteidigung. Aber ich glaube, mit einmal Mauer einbrechen werden die auch alle weg, oder Toni? Was? Ich habe gerade nicht zugehört. Hier die auch beim Orangenen. Einmal Ja, Mauerangriff und die sind dann weg. mache ich das Schutzschild dann mit Katapulten, also. Die sind dann weg. Da kommen einige Krieche, ich weiß nicht, warte. Kriecher? Wer ist denn böse? Ich war, aber ich glaube, bei dir kommt man nicht hoch, weil übers Torhaus kann man nicht kommen, aber ich weiß es jetzt nicht. Oh, ich baue jetzt einfach Eisspiegel, ja. Die könnt ihr dann auch mal sehen. Ja, und stell mal ein paar Ritter drauf, ich weiß nicht, ob die hochkommen, weil der schickt jetzt nicht umsonst alle zu dir. Aber... Ich verkaufe ein bisschen Stein. Ich muss nochmal schnell weg, aber ich komme gleich wieder. Ja. Toni ist noch kurz wieder weg. Und da laufen Kriecher zu mir durch, wie ihr seht. Oh nee, der schickt sie rüber zu meinem Turm, wie ihr seht da. Er macht diesen Kriecherangriff. Alle meine Truppen sind gelähmt. Euer Befehl, Sire. Und werden gleich zu seinen Truppen. Ja, Kriecher sind echt miese Viecher. Die ganzen Lanzenträger gehören jetzt ihm. Und ja, gegen die habe ich echt keine Chance. Ja, Tony hat Und wieder meine... da. Er hat meine Länderei übernommen. Waffen benötigt, Sire. Ballet. Ja. Los geht's. Er hat meine Länderei. Und ist irgendwas passiert? Ja, wie schon gesagt, er hat meine Länderei mit seinen Kriechern übernommen. Gehen in Ah, ich Stellung. schick mal meine Ritter hin, dann hat er keine Chance. Ja, macht es. Und ich mache einfach eine neue Armee von Rittern. Ich lasse meine jetzt einfach hier stehen. Ich kaufe ein bisschen Armbrüste Ich kaufe und... mir jetzt einfach mal 20, 10 Ritter und das müsste eigentlich gut reichen, weil von Griechen ist die Schwäche Schwertträger. Aber wenn man die Kampagne macht, da kommen dann die Tipps alle, die wo ich auch alle hier jetzt habe. Ah, okay. Wie kann ich die Zufriedenheit noch von meinen Bewohnern... Ach, nee. Kirche, Schenke und Warte mal. Kornspeicher. Ach, meine Friedens ist schon über Ah, 12. der greift dich gerade an. Wer? Der Grüne. Ich glaube, vor mir hat er Angst.
Ja, geh mal hin mit deinem Zerstörer da. Ist noch nicht geladen. Scheiße. Und es ladet auch immer nur zur Info. Soll ich meine Riesen hinschicken? Das sind 15 Riesen. Still noch, da sind ja nur ein paar Türme. Türme und Katapulte. Katapult jetzt auch schon. Ja. Ich komme mal mit meinen Rittern vorbei. Macht's mal. Das kann man ja nicht mehr zugucken. Armbrüste sollten es eigentlich tun. Das ist keine Entfernung. Diese 13 werde ich mir auf diesen Turm hier aufstellen. Gehen los. Armbrüste sind auch dafür bekannt, dass sie schnell schießen. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Ja, und da kommt der Angriff. Fallschützen sind dafür da, dass sie schnell schießen. Armbrustschützen schießen langsam, aber dafür stark. So rum. Ja. Was wollt ihr? Ach komm, ich schick darüber. Oh, da kommt Kriecher, pass auf, ne? Ich schick aber gerade meine Riesen, von daher. Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Mein Vorratslager ist wieder voll. Ach so, ja. So. Und meine Riesen zermalmen natürlich sofort seine Kriecher. Jetzt wollte ich gerade Hilfe schicken. Und er hat dann noch Lanzenträger. Aber ich hole mir jetzt erstmal diese Türme. Nee, oder? Er zerstört meine Riesen. Brauchst Hilfe? Ja. Ich versuche gerade nur noch seine Ländereien nennen. Chill kurz. Oder versuche ihn gleich zu zerstören, dann sind deine ganzen Truppen weg. Der hat nämlich nicht viel. Ich spiele heute seit einem Monat zum ersten Mal wieder. Dank Ferien also. Ey komm, das musst du hinkriegen. Ja, komm, pack ich schon. Ah, der macht Triebwerke. Wo? Das meine ich, die machen immer Sachen, da reg ich mich immer auf. Ja, Triebwerke. Ja, bitte löse auf, sonst kommt es wieder zum Ausraschen und so. Oh, dann wird die Aufnahme hier wirklich scheiße, richtig. Okay, ich greife dann. Guck dir mal den Grünen an, der ist ja total offensiv. Ja, ich sag doch. Greif den Grünen an, der hat keine Chance. Alles klar, nee, die greifen mit unfairen Sachen an. Ich greife mit unfairen Sachen an. Wie? Wir werden helfen. Ja, helft mir mal hier, richtig. Zerstört unsere Gebäude. Alter Junge, ich hasse diese Typis so. Nee, jetzt geht's. Das ist Krieg. Das nenne ich Krieg. Verdammten Wichser. Das ist jetzt echt Krieg. Jetzt schicke ich den Gelb, meinen Gelb hin und tu die ganzen Ritter da zerstören. Und ich werde jetzt ein paar Hexen machen. Und ich bin der Einzige mit Hexen. Ah, du. Und die Mauern werden wieder errichtet. Jetzt mache ich die Ritter mal weg. Jetzt könnt ihr alle mal zugucken. Jetzt wird's interessant. Wie oh ja, jetzt kommt's. Oh fuck, der hat's gemerkt. Schade. Was plagt euch? Und vielleicht kann ich ja noch ein bisschen ihn ärgern. Ja, ich hab's durchgeschafft. Hau ab, Junge. Jetzt müssen wir hoffen, dass er's nicht merkt. Guckst du hin? Ja, ich gucke. Ah, komm, beeil dich. Mach. Ah, schade.
Also, wir haben wieder gewonnen. Ich nehme schnell die Länderei ein. Und ich hole mir den Grünen. Oder wo ist sein König? Wo ist dem Grünen sein König? In seiner Burg. Oben auf dem Bergfried? Nee. Lassen. Nee, ich hab Hexen, du. Ja, aber da hast du keine Chance. Natürlich, der hat keine Bogenschützen oder so, der Grüne. Der hat nichts an Abwehr. Ja, dann mach's. Aber der Grüne hat doch nichts gemacht. Das war der Gelbe. Doch, der Grüne, der hat die ganze Zeit mich angegriffen. Ja, aber nein, da darfst du nichts machen. Sonst bin ich jetzt auch dagegen dich. Ja, okay, der Gelbe. Wo hat der sein? Ich mache selber Triebwerke, da brauchst du gar nichts machen. Alles klar, passt. Also, ich habe jetzt dir zwar die Länderei weggenommen, aber heute... Ich greife den jetzt an und das ist eine kleine Entschuldigung davor. Gut. Aber bei mir ist der gelbe legendäre Ritter wieder verreckt. Oh, scheiße. Naja, egal, du musst ihn nicht mehr aufladen. Ja, nee, eben nicht. Hä, wo ist der hin? Ah, der steht da am Rand. Ah. Jetzt machen wir mal Triebböcke. The show must go on. Oh ja, die show must go on. Also jetzt mache ich gleich, dass ich gleich so 20 auf einmal machen kann, weil wenn das dann merkt, dann kommt er auch gleich mit als. Also wie viele kann ich jetzt auf einmal machen? 12, das ist zu wenig. Ich will 24. Außerdem seine Abwehr ist 0, nix weg. 18, es wird immer besser. Aber der Grüne macht echt nichts, das ist gut. Er hat gedacht, er könnte ich so schon besiegen, aber jetzt sammelt er seine Armee in seiner Burg. Vernünftig. Okay, ich mache jetzt 23 Stück, willst du mitgucken? Ja, ich guck. Bye bye, goodbye. Ich mach mir mal eine Streitkolbenarmee. Nein, guck doch, jetzt pass auf. Ja. Oh, da kommt mit seinem Gelben, pass auf. Ja, bringt ihm nichts. Merlin ist tot bei ihm. Oh, Schlag. Schlag sein Pferd tot. Nein, er hat's getan. Ja, scheiß doch drauf. Dieser Gelbe hat gar keine Chance. Na doch, da. Ja. Kaufen wir uns ein bisschen. Jetzt haben wir keine Kohle mehr und dann verkaufen wir. Stein, Holz haben wir echt. Ach, schick das, was du auf deinem Meer lagst, wo ich nicht sehe. Direkt hinter dem Bergfried in das Eck, weil da kommt kein Bogenschütze hin und der hat gar nichts, wo schießen kann auf seinem Bergfried. Okay. Der hat Inhalt. Also von mir sind immer gut aufgerüstet und wenn er unfair ist, dann sind wir auch unfair. Oh ja. Wir haben echt genug Waffen, um ihn zu bezwingen, aber er blickt ja nicht. Warum fliegt die jetzt da? Okay. Komm, schick's alle rüber. Alles klar. Warte. Uno momento. So. Wie viele sind wir? Wir sind 148. Sauber. Schwestern, kämpfen wir. So, jetzt geht der Angriff los. Ihr werdet sehen, wie ich kämpfen kann, als die unfair kommen. Ich meine, wenn sie fair kommen, mir egal, aber wenn sie unfair herkommen, dann sind sie echt am Arsch. Unsere Truppen werden angegriffen. Ja, keine Chance, alles umkreist. Oh.
direkt alle auf seinen König.